Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, und zwar hier bei YouTube. Es geht in der schwierigen Zeit um der Corona-Zeit. Ich habe mal ein bisschen Fernsehen geguckt, natürlich wie viele andere auch, und Radio gehört und mir mal ein bisschen Gedanken gemacht. Ja, was abläuft in der Welt, es ist wirklich erschreckend. Viele Todesfälle, viele infizierte Menschen, auch natürlich viele, die auch geheilt worden sind. Und auch in Europa, wie unterschiedlich das mit der Bettenbelegung ist. Wenn wir rüberschauen nach unserem Nachbarland Holland, da haben wir nicht genügend Betten für die Notaufnahme. Da sind, glaube ich, insgesamt 3000, hatte ich die Tage im Fernsehen gesehen. Und in Dänemark, da haben wir dann also auch Beschränkungen, was angeht, dass man wirklich Verbote macht und auch mit rausgehen und so weiter. Und auch wie hier in Deutschland. Ja, ich möchte an dieser Stelle ein bisschen eingehen, was können wir machen am Tage, wenn die Sonne scheint, mit Abstand rausgehen, wo es möglich ist, in der Natur. Die Sonnenstrahlen sollen helfen, das hatte ich auch mitbekommen. Dann heute Morgen ganz aktuell im Radio, die Vitamine B, C und D sollen auch helfen für die Abwehrstoffe, um uns das Immunsystem zu stärken. Ich habe hier zum Beispiel solche Vitamine von A bis Z, da ist man meistens fast alles mit drin, nimmt man morgens zum Frühstück, so mache ich es auf jeden Fall, und ich hoffe, dass es auch dabei hilft. Dann haben wir die Möglichkeit viel Vitamin C, das ist auch natürlich bekannt, ein schönes Glas Orangensaft, Prost, und lasst es euch dabei auf jeden Fall schmecken. Wenn wir wiederkommen, sollten wir auf jeden Fall ganz oft mindestens am Duschen, dann die Hände sehr ausführlich waschen. Ich habe hierfür unterwegs so eine ganz kleine Flasche mir gekauft. Wunderbar, Händedesinfektionsmittel eben drauf tun, einreiben. Man merkt sogar, dass es auf der Haut etwas prickelt und brennt. In Österreich, dort war im Fernsehen zu sehen der Gesundheitsminister. Und dort ist es jetzt Pflicht, beim Einkaufen nicht nur Abstand zu halten, sondern auch solche Plastikhandschuhe zu tragen. Und die überlegen dort eventuell es auch auszubreiten auf Apotheken und auf andere Einrichtungen, wo man hingeht, um sich eben halt zu schützen. Dann kriegen wir, was absolut ja auch Mangelware mittlerweile geworden ist, hier diesen Mundschutz einfach mal draufnehmen. Nimmt nicht viel Platz, wie gesagt, und vor allem der Vorteil ist, wenn wir husten und wir stecken keine anderen an und wir schützen uns selbst. Also man hat eine doppelte Funktion. Ich hoffe, dass ihr auch auf jeden Fall noch welche bekommt. Ja, soweit erstmal meine Tipps. Und jetzt möchte ich mich recht herzlich auch an viele Menschen bedanken. Wie zum Beispiel, dass wir regelmäßig noch unsere Post erhalten an Briefzusteller, Briefzustellerinnen, an Paketzusteller, an LKW-Fahrer, die die Ware hin und her transportieren. Dazu fällt mir gerade ein, macht bitte keine Hamsterkäufe. Es ist genügend vorhanden. Ich war zum Beispiel selbst auch unterwegs, wollte Klopapier kaufen. Bei verschiedenen Märkten, die Regale waren ratzfatz leer. Natürlich auch an unsere Polizei, an unsere Krankenhäuser, an unsere Ärzte, Pflegerinnen, an nette Nachbarn, die helfen, und Menschen, die sehen und sagen, Mensch, da muss ich mal einspringen und muss auch mal mithelfen. Ja, wir halten zusammen, wir bleiben zu Hause. In dem Sinne, vielen Dank fürs Schauen, und wenn es euch gefallen hat, hinterlasst einen Kommentar, gebt mir einen Daumen hoch. Und bei Gefallen natürlich abonniert meinen Kanal. Bis dahin bleibt auf jeden Fall gesund und munter, und allerbeste Gesundheit wünsche ich euch. Soweit, euer Erik.